Wow. Wow, was? Ist Halo und ihr seid dabei. Ja, Halo, liebes Publikum. Willkommen zurück bei Halo 2. Oh Gott, hier liegt der Master Chief, er ist tot! Aua! Mach das nicht! Was wollte ich jetzt eigentlich? Oh Gott! Warum bin ich denn gestorben? Bin ich das hier? Anscheinend. Wo ist meine Waffe? Ah! Schieß doch nicht. Nee, das war's vor dir. Ich hab dich nicht angeschossen, da war ein Typ. Ja, ja. Nicht rechts. Ich hab nie was gesagt. Stimmt, rechts. Nee, links. Hier ja, der hat gerade Ringelrei mit dir getanzt. Hier ist der gestorben. Ich bin gestorben. Hier liege ich. Nicht gut. Oh, da stand der Erik vor mir. Den hab ich nicht gesehen. Weißt du, der ist so größer als der Master Chief. Ey, ich hab den nicht gesehen, ganz ehrlich, bei... Hallo? Oh, hallo. Hallo? Ich dachte gerade, weil hier die Cortana stand, wir sind wieder an dem anderen Checkpoint. Ja. so oft wie wir uns jetzt gegenseitig haben irgendwie verschwinden sehen und so, glaube ich das glatt weg, wenn du sagst, ich hab den nicht gesehen. Ja. Weil stellenweise sind die Gegner wirklich nicht zu sehen. Wobei, jetzt bin ich mir nicht ganz sicher, ob das wirklich da der Fall war, aber ich würde es dir auch glauben, wenn das der Fall war. Ich würde es dir auch glauben, wenn es stimmt. Genau. Ja, siehst du, wenn ich sage, ich würde es dir auch glauben, wenn es stimmt, heißt es, ich glaube es dir auch, wenn es nicht stimmt. Ja. Ja. Und so schnappt die Falle zu. Und schon hast du ihm Vertrag angedreht. Pyramiden-Scheme forever! Yeah. Cooler Schneeball. Runder Schneeball. Ich krieg dein Geld, du kriegst kein Geld. Yugi Boy. Oh Gott. Es juckt mir ja schon in den Fingern bei meinem Speedrun halt doch nochmal zu versuchen, da ein bisschen bessere Zeit rauszuhauen. Naja. Boah, Entschuldigung. Ja, aber das wäre so aufwendig, weil ich so oft wahrscheinlich resetten müsste und so. Und das war noch schön angenehm, dass ich es eben nicht so oft machen musste. Ich sag mal, von nichts kommt nichts. Ja, ich weiß. Also nicht Speedrun von Halo jetzt, sondern mein Yu-Gi-Oh! Forbidden Memories für Leute, die es nicht mitgekriegt haben. Das habe ich ab und zu mal im Stream das schon mal gespeedrunnt. Das hat dich getötet? Och! Das ist ja das Krasse halt. Ich habe halt in Yu-Gi-Oh! Forbidden Memories eine persönliche Bestzeit rausgehauen, die besser ist als die persönliche Bestzeit von dem, bei dem ich das schon 8 Jahre lang gucke. Von dem ich das Spiel quasi gelernt habe. Und der hat halt, wie gesagt, das schon jahrelang gespielt und sonst wie oft macht. Der macht regelmäßig Runs, also mindestens einmal die Woche. Wenn nicht sogar häufiger. Ach, das ist keine Tür, durch die ich durchgehen kann. Ich bin so dumm manchmal. Gehe ich jetzt zurück? Wo bist du? Da bist du. Okay, ich gehe zurück. Also ich komme wieder nach vorne. Aber ich war gerade auf dem Weg zurück. Also. Wir müssen zurück nach vorne. Yeah. Ja. Und auf jeden Fall, was ich sagen wollte zum Speedrun. Das Krasse ist halt, wenn ich bedenke, wie viele Runs er schon so gemacht hat. Auch jetzt mit 15 Card Mod, damit das schneller geht und so. Und ich habe gerade mal 10 Runs komplett durchgemacht oder sowas alles. 15 Tops. Und ich habe bei fast jedem meiner Runs, die ich durchgespielt habe, auch jedes Mal eine persönliche Bestzeit gemacht. Ich habe, glaube ich, bei 2, die ich durchgespielt habe, keine persönliche Bestzeit gemacht. Und das, wie gesagt, von 10 oder maximal 15. Und verkackt habe ich auch maximal 15 oder so. Krass, oder? Das ist schon krass. Ich bin gut, anscheinend. Aber beim Movement in Menüs und sonst was alles und in den Duellen selber ist sehr langsam vergleichsweise. Naja, dann ist da doch die Zeit rauszuholen. Ich meine, das ist ja ein Menüspiel. Quasi. Könnte man fast sagen, ja. Naja, jein. Also, es gibt noch einen anderen Punkt, an dem ich Zeit rausholen könnte. Ich könnte noch gut mindestens 5 Minuten gut machen. Und diese 5 Minuten würde ich brauchen, um in die Top 20 zu kommen. Von 25 aus. Also, würde es passen, aber dafür müsste alles perfekt laufen. Vermutlich müsste ich dafür ewig viel resetten. Und verkacken wahrscheinlich. Und hoffen, dass ich einfach gute Karten gedroppt bekomme, aber ich habe halt
in einem Duell dreimal Megamorph gedroppt bekommen, was einfach mal die beste Karte im Spiel ist, so ziemlich. Wow! Also, beste Karte, die man bekommen kann. Sagen wir es mal so. Keine Sorge, du bist noch da. Cool, danke. Also du kommst wieder. Komm wieder. Nein! Ich will nicht drauf vertrauen! Oh! Ich dachte, ich schaff's noch. Okay, und weiter geht's. Ach, jetzt muss ich wieder die Waffen suchen. Der andere war irgendwo hier hinten. Da ist der, ja. So, jetzt machen wir den hier mal direkt platt. Boom. Chewbacca, wohl eher Bam. Warum bin ich gestorben, bevor meine Granate ging? Egal, ich habe ihn getötet. Das ist das. Ich habe, glaube ich, beide getötet. Hab alle meine Granaten aufgebraucht, aber sie sind tot. Sie sind im Wilden Westen, aber sie sind tot. So, weg mit ihm. Das ist schön. Da unten ist einer lang galoppiert. Aber wir können Cortana hier noch nicht ab. Oh Mann! Ablegen, also, ja, den sollten wir mal platt machen. Wow! Wow, wow, wow! Wow. Den so fiedeli, wow, wow, wow. Die Anspielung wirst du nicht verstehen. Ich jetzt? Ja. 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 Sag ich ja. Der ist hier unter mir irgendwo gewesen. Der ist da lang gelaufen. Ah, da in der Ecke hängt er. Aus dem Hinterhalt. Huch. Das war eher der Seitenhalt, aber. Ja, der Büstenhalter. Der Wüstenhalter? Büsten. Auch du musst büsten. Brusthalter. Brusthalter. Ganz schön. Uah! Nein! Jetzt habe ich meine Waffen nicht! Entschuldige! Oh! Nein! Jetzt muss ich das hier. Ach! Ach! Ist doch alles jetzt Unsinn! Ja, box mich tot! Töte auch ihn! Töte ihn! Ich hab den Typen tot geboxt! Nein, er soll dich töten! Ja, ich wurde aus der Luft gegriffen. Nein! Nice! Das nennt man die Exekutive. Oh, ich glaube, den hast du sogar schon mal gebracht. Bestimmt. Oder? Oh nein, John Rambo, warum? John Halo. Aber ist du bei der Justiz? Denn du bist, ich wäre gerne deine Exekutive. Oh. Ich bin Wurstfachverkäuferin. Dann wäre ich auch gerne deine Exivostie. Und? Oh, der Brute Shot. Dreh dich, hoch dich hin. Tu was, ich bin tot. Ach so. Ah, das sind keine soliden Wände. Stromdrehung. Kennen Sie das? Dann machen Sie eine neue Wand mit Hornbach. Yippie, ja, ja, yippie. Oh Gott, okay. Ich hab den Brute Shot, ich kann gewinnen. Hau ab! Stirb! Brute Shot! Mann, warum sind denn hier die ganzen Gegner jetzt auf dieser Seite? Weil du da bist? Sie sind zu dir gegangen? Budapest! Budapest. Ja, das leuchtet ein. LED? Nice. Leuchtet ein. Nice. Ah! Ich bin wieder in der Etage runter. Oh, hi. Nice. Hi, Mark. Oh, hi, Mark. Can I have a dozen Red Roses, please? Das klang jetzt eher nach Jimmy John Jr. Nee, warte, wie hieß er? Bitte, wer? Walter Jr. Jimmy John Jr. Das ist sein Name ab sofort. Flynn. Can I have a dozen Red Roses, please? Why don't you buy me roses? I'm fed up with you, Dad. Oh, hier gibt's mehr Brutshot. Nee, das ist nur ein Needler. Hallo, Needles. Ey, sind wir auch irgendwann, ich wollte gerade sagen, sind wir auch irgendwann mit den Arbeitermissionen fertig, aber wir machen gerade gar keine Arbeitermissionen. Nee. Hier geht's hoch? Hier geht's hoch. Ja, aber da hoch, von da hoch komme ich ja. Hoch von hier oben ist Cortana. Komme ich her. Hier runter. Ja, nehmen die Abkürzung. Nee, lieber nicht. Was für eine Abkürzung? Ja, einfach eine Etage tiefer springen. So, und einen Ring runter.
Nee, da wärst du gestorben wahrscheinlich. Weiß ich nicht, da war auch über eine Plattform. Du, Alter. Ich wollte eigentlich in der Pause, wollte ich gucken, was Trance genau ist. Hier in Brute Shorts. Mega Brute Shorts. Rins? Marines. Johnston! Johnston und Johnston. Er lebt! Das ist ein brennendes Auto, aber er lebt! Wo sollte er auch sonst sein? Der gute brennende Johnston. Okay, kann ich nicht runter. Okay. Weißt du, wo es lang geht? Naja, wir haben die Marines befreit. Also müssen wir jetzt... Ach, wir sollten die befreien. Das war die Mission. Ich gehe mal davon aus, dass wir... Ich dachte, die sind random Unterstützung. Random Unterstützung, die im Gefängniszellen parat gehalten wird, bis der Master Chief vorbeikommt. Ja. Hilfe braucht. Kann ja sein, ja doch. Na! Swing ya! Aber man du hast es natürlich geschafft. Es ist so cool. Schau mich. Es ist an. So cool. Oh, gerade als ich den Brutshot rausgeholt habe. Gott sei Dank bist du auch tot. Warum? Naja, damit ich meine Waffen behalten kann. Bist du ein Egotist? Naja. Das ist nicht gut. Oh, das ist richtig gut. Wo mache ich denn die hier? Oh, das ist eine scheiß Position. Ja, fall da runter. Au! Au! Oh nein! Nee. Nee, stirb, schnell, los. Oh nein. Oh nein, er hat was Gutes getan. Das geht doch nicht, er ist doch ein Fail, Leute. Er muss doch nur failen. Nein. Nein. Sah gerade echt so aus, als hätte ich dich runtergeschubst. Ja. So lange lebe der König mäßig. Bye. Warum? Ich dachte, ich kann den Move machen, den du vorher gemacht hast. Das hast du offensichtlich. Ich meine ganz davor. Da bist du auch eine Etage so runtergesprungen. Ja. Und ich habe das halt nicht hingekriegt. Jetzt auch wieder nicht. Arme runter. Ah, so kommen wir runter. Das ergibt mehr Sinn. Nein, nur noch nicht die Teleporter, das ist Unfug. Ich kenne die Teleporter. Ja, aber nehmen wir nicht, was auch immer benutzt, ich hab nicht hingeguckt. Uiuiui. Mega Brute Shot. Aua, er ist in meine Arme hineingestoßen. Hinter mir! Mumplup. Hi, Cortana. Geh mal weiter hier ins dunkle Kino. Oh nein. Das war mein Ableben. Meine Joy-Cons fallen lassen. Oh Gott. Sehen wir optimal. Kein Kaugummi. 1000 einzigartige Kampagnen oder Spiellisten. Kills. Alle einzigartig, wie du siehst. Ja, alles echte Unikate. Können Sie hier preislich erwerben? Frage, was ist eigentlich ein NFT? NFT, mit freundlichen Grüßen. Warum habe ich auch daran gedacht? Weil es drei Buchstaben sind. Dagegen kann man nichts sagen, das ist eine Tatsache. Ja. Ist eine fantastische Arbeit. Ist aber eine Mega-Arbeit. Mega-Arbeit. Ach. Ein NFT? Mit freundlichen Grüßen. Aber ja. Es gibt NFT. Weil es gibt irgendwie sowas Neues. Sind das einfach nur Bilder? Sind das ach, so die Scheiße ist das. PNG? Okay. Ja, dafür zahlst du Geld, damit du die besitzt. Dass man einfach nur eine Bilddatei besitzt. Ja, das ist einfach nur Bullshit, damit Leute Geld machen können. Ja, ist es auch. Ja. Warum bin ich da nicht drauf gekommen? Weiß ich nicht. Einfach eine, keine das Ahnung, JPEG nehmen und in NFT umbenennen. Vielleicht bist du einfach nicht kriminell genug. Vielleicht fehlt dir die kriminelle Energie, um so einen Schwachsinn zu erfinden. Kriminell, kreativ, je nachdem, wie man es sagen will. Entschuldige. Ich habe dich nicht erkannt. Warst du das? Ich habe da gerade eine Granate geworfen. Aber hier kamen auch drei Gegner von der Seite und die haben einen von unseren gerade beschützten Geiseln gekillt. Oh nein. Und da oben. Unsere Geiseln sind gestorben. Geiseln.
Naja, wir beschützen die Geiseln, weil ja. Also die waren ja Geiseln im Gefängnis quasi. Gefängnis ist auch der nur Wolf und geiselhaft. Die sieben Geiseln. Dieses Leben ist wie geiselhaft. Glück gehabt. Wow, absolut Glück gehabt. Dann mit Brute Shot. Machen wir Brute Shot. Mit Brute Shot geht's uns gut. Nein! Wie ging die Gutfried-Melodie? Hopp, oh, jetzt hat er nicht. Gutfried hat keine Melodie. Mit Gutfried zum Genuss. Nee, ist mit Litter. Ja, genau. Ich wusste, dass du darauf anspielen wolltest. Mit Gutfried wird Wurst zum Genuss. Das. Nein. Einfach nein. Ich bin auch im Blut und meine Brute Shot. Schatz, ich will noch einen Brutschatz. Bitte komm zu mir, Gutfried, ich will noch einen Brutschatz. Mit Gutfried geht's sonst. Kennst du das noch? Nördern? Ja. Das war zeitgleich, das war lustig. Ach, das ist eine Tasche. Nee, ja, jetzt ist es eh gleich zu spät, jetzt wird eh gleich teleportiert. Auf geht's. Wow. Oh, das ist der Hyperspace. Nein, ich wollte mir gerade mein Schwert holen. Oh, komm. Ich habe das Gefühl, ich hänge hier fest. Nein, du stehst schon. Ach so. Ich dachte, das dauert ein bisschen länger. Ich dachte, das wird jetzt die große Metal Solid 3 Leiter-Sequenz. Das hättest du immer sehen sollen. Ich werde es ja dann sehen. Was ist das hier? Oh Gott, Bagger. Der Bodo mit dem Bagger und der baggert noch. Bagger. Von hinten. Pass auf, von hinten kommt der Affe. Yo, ich hab's gehört. Okay, ja, jetzt ist er vor dir. Wieder hinter dir, meine ich. Lauf, Schlampe, lauf. Oh Gott, ist der schnell. Und so animalisch. Das ist mein neues Spirit Animal. Ja, genau, aus dem Hinterhalt. Während er von grade. Links, rechts, geradeaus. Nettes Schnetzeln. Drehe dich 500 Mal im Kreis. Völlig verkloppt. Ich dachte, völlig verkloppt. Ein in Rage versetzten Blut im Nahkampf erledigen. Ist natürlich interessant. Yeah. Dass das noch ich bin gut. Ist. Gegen die Brute. Aber kannst du auch erkennen, warum diese Cindy-Minis hier so leuchten? weil wir unsere neue Fabrik in Tschernobyl haben. Ich weiß nicht, wo du bist. Da, wo du reingegangen bist. Ach, da. Ja, alle Türen sehen gleich aus. Oh, pass auf, da steht einer direkt. Könntest du aber umbringen. Da ist er. Da ist er. Du solltest nicht reinrennen, nachdem ich dich gehauen habe. Ach, du hast mich gehauen. Ach so, das wird gar nicht mitbekommen. Das Problem ist ja, dass die mit ihren Aufladeschüssen, die sind ja so grünlich, die Aufladeschüsse. Ja, hier sind Granaten. Und dann denke ich, wenn ich dich sehe, weil du hast ja das grüne Dreieck über dem Kopf, dass du so ein Typ bist, der mit Aufladeschuss durch die Gegend rennt. So ein Bösewicht. Man schießt sich auf dich. Aber ich kann auch Aufladeschuss haben. Ja, ja, sicher, aber dann hättest du ja zwei grüne. Das ist ja okay, das verstehe ich ja. Okay. Zwei grüne verstehst du, aber ein grünes verwirrt dich. Ja. Weißt? Ja, weil die nicht zwei haben können. Oh. Warum sind wir hier? Hä? Haben wir so lange überlebt? Nee. Na, doch? Aber warum sollte man nicht, nachdem warum sollten wir hier gespawnt sein? Ja, warum sollte man nicht, nachdem man mit dem nachdem man mit dem Teleporter nach oben, mit dem langen Teleporter, der halt über eine Minute dauert, wie man bei dir gesehen hat. Ja, muss es dramatisch machen. Das Publikum will entertained sein. Hier liegt meine alte Leiche. Guck, hier liegen meine Joy-Cons. Wunderbar. Nice, stimmt. Haben sie Drift? Also du hattest gerade eben ganz viel Drift, ja. Huch, nee, geht's runter. Geht's denn hoch? Hier. Wir müssen aber noch eine Etage höher. Mit dem. Ja, mit dem großen Lift. Ah, hier, mit dem hier. Nee, ich muss ja erstmal noch auf die Etage kommen, auf der du gerade bist. Denn ich habe getrödelt. Denn ich bin langsam. Langsamen. Oh, da kommt der langsamste der Welt. Ist der eine auf dem Kopf? Das war eine echt bescheuerte Superfähigkeit. Ja. Oh, wie wir den einfach zerschossen haben, das sah schon echt brutal aus. So kann's gehen. In a world. Wie machst du das bei dir, dass es schnell? Einfach nach rechts gucken. Hab ich auch. Das weiß ich nicht.
Ja, jetzt zerschnitzelt der Typ, ne? Gar keine Chance dran. Einfach gar keine Chance. Oh Gott! Wieso geht denn jetzt Elite gegen uns? Elite sind für uns. Nein, eigentlich nicht unbedingt. Nee, aber gar keiner ist für uns. Naja. Na doch, die, also die sind ja sogar gegen den Arbiter. Jetzt sind wir ja schon wieder da unten. Oh! Hat sich denn diese Checkpoints, beziehungsweise nicht Checkpoints ausgedacht? Das waren die Japaner. Oh, nee, diesmal sogar gar nicht. Das waren die Redmonder. Redmonder. Direkt nachdem sie gesagt haben, hier ist Redmond, werden Checkpoints. Was ist denn jetzt hier für ein Nonsens? So, hier den. Nee, warte. Ach, Knöpf, das war der Knopf. Genau. Knöpf. Knöpf. Bedrückte Knöpf. So, alles hat seine Ordnung hier. Hat er mir voll die Fresse gehauen? Lebt ihr noch? Nee, alle tot. So, da kommen ja gleich welche von oben. Ja, ich mach die alle mit Melee von unten platt. Fantastisch. Und da kommt der nächste. Und zack. 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 Oh, der lebt noch. Aua. Der Lift ist gesichert. Springen Sie rein. Warp-Geschwindigkeit. Hi, 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 hi. Wahrscheinliche Symbol ist sicher. Gott sei Dank, das heilige Symbol ist gesichert. Dieser Chicken McNugget wird fortan unsere gesamte Bevölkerung regieren. Heil dir, McChicksy! Vorsicht, da kommen die Chicks Terminator! Oh nein! Wow! Mann, ach, bugger off! Nerven echt. Ey, wollt ihr tanzen? Dance Party mit dem Schwert. Warum immer aus dem Hinterhalt? Ich greife die von vorne an. Also wirklich, die gucken mir ins Gesicht. Ich guck ihnen ins Gesicht. Ich sehe ihren letzten Atemzug aus ihren Augen ziehen. Wer weiß, wo bei Aliens vorne und wo hinten ist. Okay. Punkt für dich. Vielleicht bin ich mit meinen westlichen weltlichen Gedanken einfach zu geprägt an das humanoide Gestaltum. Ja. Die Eliten haben Dance Party oder was? Nicht geschützt und unser Leben in Gefahr gebracht. Oh. In Gefahr gebracht. Nicht die. Nein, nicht die. Die da. Ja. Die da. Ich denke, die da. Volle Munition. Die Bart. Oder die Bart. Was? Schon wieder vorbei? Ausgang schnell. Danke. Nein. Oh. Ich dachte, du hast den gekillt, aber das war irgendein Gegner, der den Gegner gekillt hat. Ah. Dumm. Moment, ich will zurück und mein Schwert. Ah ne, wir sind ja wahrscheinlich jetzt durch die. Oh, das Mission war. Wo ist meine. Oh, auch gleich geschlagen habe. Wo ist denn jetzt Waffe hin? Oh Gott, nein. Wieso geht der denn so? Ach, scheiße, da gibt's auch mein Schwert. Das wäre eigentlich der Moonshot-Moment gewesen. Oh nein, oh Gott, er hat die Metroid-Wippe. Peitsche. Whip im Deutschen ist Wippe. Weiß man doch. Ihn interessiert mein Schwert nicht. Yeah. Yeah! Niemand reicht dir das Wasser, Kumpel, denn wir haben keinen Butler! Scheiße reiche Pinkel, ey! Ja gut, dann also würde ich sagen, wir sind mit dieser Folge von Let's Play Super Halo 2. Da kam das super aus Super Fady World noch raus. Dann, aua! Nein, wer greift mich an? Ich weiß es nicht! Von hinten immer noch! Oh Gott, die Stadtwache! Woo! Okay, wir bleiben hier stehen. Oh, okay. Dankeschön fürs Zusehen. Wir sehen uns beim nächsten Mal und tschüss, bis dann. Okay, macht's gut.